Matthias Malmedy. So wurde ich im Autohaus verarscht. Unfassbar. Matze rastet aus. Matthias Malmedy. Brutale Bewertung, brutale Aufrufe. Hört sich sehr interessant an, Chat. Hört sich sehr interessant an, Digga. Ich werde die Geschwindigkeit ein bisschen hoch machen, weil das Video ein bisschen lange geht, okay? Wir machen auf 1,25. So. Jo, was geht? Ich gucke mir heute ein neues Video an von Matthias Malmedy. So wurde ich im Autohaus verarscht. Unfassbar. Matze rastet aus. Matthias Malmedy. Ich bin gespannt, wie Matze da verarscht wurde. Wir gehen rein ins Video. Let's go. Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video. Und dieses Video wird ein bisschen was anderes, denn es wird sich nur in diesem Büro hier abspielen. Und es geht nur darum, was mir in einem Autohaus passiert ist. Ich habe lange überlegt, ob ich es wirklich machen soll, ob ich das erzählen soll. Das Ding, was da passiert ist, oder die Dinge, es sind wirklich sehr, sehr viele Sachen passiert. Das ist so krass, dass ich einfach dachte, okay, das erzähle ich jetzt mal. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich die Marke bzw. das konkrete Autohaus nennen soll. Aber das werde ich nicht machen. Ja, ihr könnt euch alle wieder beruhigen. Warum ich das nicht mache, liegt daran, weil ich glaube, dass das nichts zur Sache tut. Weil ich glaube, dass das, was mir widerfahren ist, sehr oft passiert in Deutschland. Ohne eine Marke zu nennen, ohne einen Namen zu nennen. Ich war mit meinem Auto, das war letztes Jahr schon, war ich im Service. Ich habe so eine Komplettpauschale, ne? Und da ist auch der Mietwagen drin, also der Ersatzwagen. Und dann komme ich da hin und wird alles abgemacht. Und dann so, ja, okay, dann bräuchte ich jetzt den Ersatzwagen. Matthias, mal bitte Haus falsch hat. Seht ihr das? Ja, da rufe ich mal eben ganz kurz den Herrn an von der Firma. Der kommt dann nämlich und macht mit Ihnen den Mietwagen klar. Und das ist jetzt noch nicht so richtig schlimm, aber ich gehe normalerweise davon aus, dass ich meinen Mietvertrag für einen Mietwagen innerhalb des Autohauses mache. Also ich kriege irgendwie einen Zettel von der netten Dame, gereicht, da bitte unterschreiben, Schlüssel kriegen Sie hier, Auto steht da vorne und dann kann ich rausgehen und kann mit meinem Auto, mit meinem Ersatzwagen vom Hof fahren, um dann ein, zwei, wie viel auch immer Tage später mit demselben Fahrzeug wiederzukommen und mein eigenes Auto wieder abzuholen. Nicht so in diesem Autohaus. Ich musste auf den Parkplatz rausgehen, aber habe dort mit einem Herrn auf der Motorhaube eines anderen Fahrzeugs dieses dünne Papier ausgefüllt und habe da einen Mietvertrag gemacht. Es handelte sich um ein relativ neues Fahrzeug und ich finde, das kann Danke. man nicht bringen. Wenn du ein Premium-Autohersteller bist, dann Safe Porsche, oder? kannst du nicht deinen Kunden vor die Tür schicken, um einen Mietvertrag zu unterschreiben, die kompletten Daten freizugeben, alles, was ja. Das habe ich aber schon voll oft gemacht, Chat. Ist das nicht normal, Digga? Das ist mir schon öfter passiert. Der das Autohaus selber schon gespeichert hat. Das war schon mal das Erste. Da dachte ich mir so, ja gut, okay, das ist halt jetzt hier so, musste durch. Dann habe BMW, sagt ihr? ich den Wagen bekommen. Dieser Wagen war natürlich innen wie außen dreckig. Es war nicht ersichtlich, ob dieses Auto Kratzer, Vorschäden, irgendwas anderes hat, weil es so dreckig war. Und dann meinte der Kollege zu mir so, ja, dann gehen wir jetzt einmal rum und gucken uns die Schäden an. Ich so, sorry, aber ich kann keine Schäden sehen, weil das Auto ist nicht sauber. Und dann hat er gesagt so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, wir machen das so, dass, also der Wagen hat Vorschäden, aber wenn der jetzt Danke. nicht vorne rechts im Kotflügel ein Loch drin hat, dann werde ich das Auto einfach so wieder übernehmen, ohne mir irgendwelche Kratzer anzugucken. Und ich habe gesagt, ja, okay, nächstes Mal könnte man auch einfach das Auto waschen. Dann kam der Tag, an dem ich mein Auto wieder abholen konnte, bin mit dem Mietwagen dahin gefahren, dann wollte ich mein Auto holen und dann hast du ja immer noch so zwei, drei Minütchen, ne, bis das, ja, okay, dann kommt der Kollege gleich. Dann habe ich so gefragt, so ja, der Leasingvertrag lief aus und sich interessierte mich halt für das Folgefahrzeug. Und dann habe ich mich nach dem teuersten Fahrzeug erkundigt, was diese Firma herstellt und verkauft. Und dann sagte die Okay. Dame am Tresen so, ja, also ich habe ja gefragt, so haben Sie den da? Ja, weiß ich nicht genau, ob wir den da haben. Sie müsste mal ganz kurz reden. Und dann hat sie kurz telefoniert und dann legte sie auf und sagte, ja, nee, haben wir nicht da und außerdem dürfen wir sowieso keine Verkaufsgespräche führen. Punkt. Sie hat nichts weiter gesagt. Und da muss ich mir, also wenn ich der Chef von dem Autohaus Danke. wäre, dann hat die Frau für mich gerade ein Riesengeschäft am Tresen stehen gelassen, in meinem Autohaus. Also sie hat das Auto in dem Moment nicht verkauft. Und das ist natürlich brutal. So, diese ganze Geschichte, das ist jetzt alles noch relativ easy, sage ich jetzt mal so. Mein Kumpel kennt den Chef, 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 Chef. Ich erzähle ihm das und wenn du nichts dagegen hast, dann gebe ich ihm deine Nummer und dann telefoniert ihr mal zusammen, weil es ist bestimmt auch nicht in seinem Interesse. F schon mal für die Verkäufer. Dass das da so abgelaufen ist. Ich so, ja, glaube ich auch, dass das nicht in seinem Interesse ist, wenn dieses Fahrzeug da nicht verkauft worden bzw. verleast worden ist. Dann rief mich der Chef, 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 Chef an tatsächlich, meinte sehr, sehr freundlich, ja, Herr Malmedy, mir ist das zu Ohren gekommen, was da passiert ist und so weiter und wir verstehen das alles. Und dann hat er gesagt, ja, wir würden das gerne glattbügeln, wir würden gerne eine zweite Chance von Ihnen bekommen. Dann habe ich gesagt, ja, zweite Chance muss auf jeden Fall sein. Und dann hat der Chef, 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 Chef gesagt, ich connecte Sie mit meinem Chef in dem Autohaus und der meldet sich dann bei Ihnen und dann macht ihr einen Termin aus und dann läuft die Chose. Ich so, ja, super. Alles klar, so machen wir es. Und dann kam es so, dass ein Rückruf ins Haus stand. Und ich musste
weil der Hersteller einen Fehler gemacht hat, musste ich ins Autohaus. Und dann habe ich mich bei dem Kollegen gemeldet, beziehungsweise hat der sich bei mir gemeldet, meinte so, ja, der Rückruf steht ja jetzt ins Haus, dann können wir uns ja mal kennenlernen. Ich würde sagen, wir machen einen persönlichen Termin aus, wir können uns mal in die Augen blicken und dann machen wir alles und währenddessen wird das Auto gerichtet. Dauert nur eine Stunde. Da habe ich gesagt, das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Das ist sicher auch außergewöhnlich, dass sowas funktioniert. Aber nochmal, es geht hier nicht um mich, sondern es geht generell um alle Leute, die in ein Autohaus kommen, die so behandelt werden, die müssen, finde ich, so behandelt werden wie Freunde und wie Kumpels, ja, weil wir lieben doch alle Autos. Ja? Und deswegen finde ich, ist ein Autohaus müsste eigentlich ein Tempel sein der Lust für Leute, die auf Autos stehen. Ja? Und da inkludiere ich alle. Jeder, der da reingeht, jeder, der da arbeitet, alle müssen sich einfach nur denken, geil, im Autohaus, yes. Da nicht, aber in manchen Autohäusern geht es mir immer noch. Coole GIFs, die da eingeblendet werden, Chat. So, wir haben einen Termin ausgemacht. Ich fahre dahin, da kommt ein Herr auf mich zugelaufen in einem Anzug, glaube Verkäufer. Rein, Chat, wenn ihr GIFs verwendet im Privatleben. Und sagt, nein, 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 hier nicht, nein, hier können Sie nicht hinfahren. Ich so, okay, guten Morgen. Also, ach, Chat, ja, löscht euch. Nee, das ist auch wieder... Das ist auch wieder ein Punkt, wo ich merke, ihr solltet euch lieber rauslöschen aus dem Internet, Digga. Wirklich. Alle. Raus mit euch. Wirklich, er hat das so gesagt, wie ich das gerade gesagt habe. Und dann muss ich mir auch wieder überlegen, da kommt ein Kunde auf den Parkplatz gefahren oder auf den Hof gefahren und der wird nicht sagen, guten Morgen, hallo, schön, dass Sie da sind. Wir würden Sie einmal bitten, gerne woanders hinzufahren. Nein. Nein, 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 das geht nicht. Hier, nein, hier nicht, bitte nein. Sie müssen runter in die Tiefgarage fahren, da wo alle hinfahren. Ich so, alles klar, mache ich. Das war schon mal der erste Dämpfer, ne? Morgens, Dienstag, 9.50 Uhr. Alter, ich hatte wirklich so eine Krawatte und dachte mir, komm, Matthias, chillax, reg dich nicht auf, alles wird gut, ne? Okay, ich fahre da runter in diese Garage und in dieser Garage stehen lauter, wirklich lauter Neuwagen von dieser Marke ohne Kennzeichen. Also ist das offensichtlich kein Kundenparkplatz, wo alle Kunden hinfahren sollen, laut der Aussage des Herrn auf dem Parkplatz draußen, sondern das ist ein Parkplatz für die Neuwagen, die offensichtlich nirgendwo anders Platz finden. Also der Kundenparkplatz war komplett belegt, bis auf einen Platz. Und auf diesen einen Platz hat sich der Matthias hingestellt. Ich habe es tatsächlich geschafft, ohne Kratzer einzuparken, aber das nur am Rande. Ja, dann denke ich mir so, ja, du schickst hier die Leute nach unten, schreist sie nach unten und dann... Also, bis jetzt, weiß ich, Chat, wie geht's euch dabei jetzt mit der Sache hier, mit dem Ganzen, Digga? Also, ich fühle den schon, Digga. Ich habe sowas auch schon selber erlebt, weil... Wenn du in ein Autohaus gehst und dann Auto kaufen möchtest oder leasen möchtest, was teuer ist so, dann erwartest du einfach, dass du gut behandelt wirst, weil du lässt ja viel Geld da rumliegen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber bis jetzt ist ehrlicherweise noch nichts passiert, wo ich sage, okay, krass, Digga, heftig, dass die mit dem so umgegangen sind. Aber da kommt ja vielleicht noch mehr, Chat. Wir warten mal ein bisschen ab. Dann ist da unten genau ein Parkplatz frei. Egal. In dieser Tiefgarage gibt es so einen Durchgang, wo du dann ins Autohaus reingehen kannst. Du kommst in... Warte mal, wo könnte es sein, Digga? Durchgang ins Autohaus rein. Ist es BMW-Chat? Mercedes, glaube ich, oder? Kann das sein? Mercedes. Die Tür rein und direkt auf der rechten Seite steht dieser Schreibtisch hier. Das ist der erste Anlaufpunkt für jeden Kunden, der sein Auto ordnungsgemäß in der Tiefgarage geparkt hat. Ja? Du kommst da rein und rechts ist ein Typ. Okay. Mitarbeiter vom Autohaus natürlich, ne? Der wurschtelt hier hinten irgendwie so an seinen Schubladen rum. Matze kommt rein, sagt, Morgen. Der Typ. Morgen. Er dreht sich wieder um. Er hat mir guten Morgen gesagt. Ich stand so da. Guten Morgen. Und hab den so angeguckt. Ich bin nicht direkt mit der Tür ins Haus gefallen, sondern... Jo, okay, aber... finde ich jetzt auch nicht so schlimm, Digga. Gut. Huch. Ja, finde ich jetzt nicht so dramatisch, um ehrlich zu sein. Auf die Situation zu reagieren, ja? Er sagt Morgen und dreht sich wieder um. Boah, warum? Ja, vielleicht hat er viel zu tun, Bruder, hä? Also klar ist es nicht wirklich freundlich, ist ein bisschen unhöflich, aber... Ah, Digga, ich weiß nicht, da würde ich jetzt nicht so krass drauf Wert legen, um ehrlich zu sein. Kann ich Ihnen helfen? Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ach so, das war am Empfang oder was? Das war am Empfang oder was, Chat? Danke. Also er wollte was fragen und der Typ sagt Hallo und dreht sich wieder um. Ah, okay. Okay. Ich dachte, das ist einfach ein random Typ, der da sitzt. Ja, doch. Ist jetzt auch noch nicht so wild, aber fühle ich. Kann auf den Sack gehen, Digga. Bei uns im Autohaus? Nichts. Chat, guck mal, viele Leute schreiben voll unnötig und so. Ihr dürft eins nicht vergessen, Chat. Und vielleicht, ich will jetzt da keinen fronten, Digga, aber vielleicht wart ihr noch nicht in der Lage, dass ihr in Autos gegangen seid und viel Geld ausgeben wolltet.
oder einen Vertrag unterschreiben wolltet, was euch viel Geld kostet, Digga. Und wenn du das machst, ein teures Auto kaufst und er sagt ja, das ist ein teures Auto so, dann willst du auch guten Service haben, Digga. Versteht ihr? Dann willst du auch guten Service haben und dann geht halt sowas auf den Sack. Also ich kann das schon nachvollziehen. Er dreht sich um und arbeitet weiter an seinen Schubladen. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Dann hat er sich irgendwann wieder umgedreht und meinte so, kann ich Ihnen helfen? Ich so, ja, ich suche nämlich den Herrn. Das ist da der Chef von den Werkstätten. Ja? Der kannte den Herrn natürlich. Meinte so, ja, da müssen Sie hoch ins zweite Obergeschoss. Ich so, alles klar, danke. Ich war wirklich gute Laune habe ich am Start. Das ist Mercedes-Shit. Gehabt. 100%. Und dann bin ich hochgegangen in den ersten Stock. Dann dachte ich mir so, ja, das ist ja so ein bisschen privat, ne? Kannst du ja nicht einfach hochgehen in den zweiten Stock. Da bin ich zu den Damen an den Counter gegangen und da erlebte ich die nächste Chance. Also das ist jetzt wirklich, es ist nicht gelogen. Es saßen drei Damen da. Eine Dame hat gegessen, die war also nicht ansprechbar, weil sie hatte den Mund voll. Mhm. Die zweite hat telefoniert und die dritte hat die telefoniert hat, angeguckt und hat auf deren Antwort gewartet. Irgendwie haben die was miteinander besprochen, keine Ahnung. Mhm. Aber auch die dritte war nicht ansprechbar für mich. Und ich stand da so, Morgen! Und dann hat sich die erste erbarmt, ja, die nichts gerade gemacht hat, hat sich erbarmt und gesagt, ja. Ich so, ja, ich habe heute um 10 einen Termin beim Herrn. Ja, das sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Ich so, ja, okay. Wo sitzt denn der Herr? Ja, der ist da oben im ersten Obergeschoss oder zweiten Obergeschoss. Ich so, ja, alles klar. Dann gehe ich da mal hin, oder? Ja, genau, alles klar. Bin ich hochgegangen. Irgendwann stand ich im Vorzimmer von Herrn, mit dem ich um 10 Uhr verabredet war. Und ich sprach seine Sekretärin an und meinte, ja, hallo, ja, guten Morgen. Ich so, ja, ich bin der Herr Malmedy, ich habe heute um 10 einen Termin mit dem Herrn. Nee, das kann nicht sein. Ich so, doch, das ist wirklich so, ich kann Ihnen den WhatsApp-Verlauf zeigen. Wir haben um 10 Uhr am heutigen Dienstag einen Termin ausgemacht. Hä, aber wisst ihr, was mich gerade krass wundert, Chat? Jeder kennt doch Matthias Malmedy, oder nicht? Also jeder, der im Autobereich vor allem arbeitet, kennt den Typen doch, Digga. Warum wird er so unfreundlich behandelt? Ich meine, wenn ich jetzt reingehe, mit meiner Jogginghose, voll tätowiert, Digga. Ja, okay. Ja, behandelt mich wie einen Obdachlosen, Digga. Aber Matthias Malmedy kennt doch gefühlt jeder, der Johnny aus dem letzten Eck, Digga. Komisch. Da meinte ich so, nein, das kann nicht sein, weil der Herr ist seit 10 Uhr in einem Termin bis um 12 Uhr. Ah. Wir waren verabredet. Uiuiui, ui, ui. Das gibt Ärger für den Herrn. Wir zwei waren verabredet. Uiuiui, ui, ui. Er spricht ihn direkt an. Das ist ein direkter Front. Oh oh.